Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Warzone 21.00. Nachdem wir das letzte Level ja endlich geschafft haben, geht es weiter mit unserer Kampagne. Jetzt muss ich erstmal gucken, was der letzte Speicherpunkt war. Ich glaube 35. Auf geht es. Und das war wieder eine Transportermission. Ach ja, diese Transportermissionen, die sind so, naja, so anstrengend. Nehme ich überhaupt auf? Ja. So, hier ist unsere Transportermission. Vielleicht sollten wir noch wieder ein paar, Baufahrzeuge mitnehmen und das dann wieder genauso machen. Nicht genug Platz im Transporter, ja, das ist logisch. Aber ich werde erstmal hier, ach nee, sind noch am Bauen. Nachschub nachholen, obwohl die sind eigentlich eher schwach, ne? Die müsste ich eigentlich gegen was anderes ersetzen, aber egal, ich bleib jetzt dabei. Und hier, das sind die Bombards. Die haben sich als sehr gut herausgestellt. Und die Frage ist immer noch, warum können wir keine Flugzeuge bauen? Ja, es ist gut, das Ding ist voll, fort weg. Was haben wir überhaupt da mitgenommen? Naja, ausgewogen ist, glaube ich, was anderes, aber... Forschung läuft. Die stehen sich wieder alle gegenseitig im Weg rum. Das ist spitze, total. Also... Produktion abgeschlossen. Da muss ich irgendwie hier noch was bauen für diese... V-Tool-Fabrik, V-Tool-Service-Station. Grundlagenforschung abgeschlossen. Fabrikmodul, kann ich das hier draufsetzen? Produktion nee, anscheinend nicht. Produktion abgeschlossen. Ach, der baut er jetzt von sich aus. Oh, okay. Ach so, vielleicht hätte man das einfach so ausbauen müssen. Jetzt muss ich mich beeilen, wir haben eine Stunde Zeitlimit in dem... So, der weiß auch nicht, wo er langfahren soll, hier der Grübel. Oh. Was kommt? Fahrt einfach jetzt mal alle hier raus. Dass er nicht so dämlich im Weg rumsteht. So, ach so, jetzt baut er den dritten dort. Ah, so funktioniert das also. Okay. Da hätte man auch selber drauf kommen können, eventuell. Wir warten mal, bis der fertig ist, weil ich jetzt nicht weiß, was passiert, wenn ich mitten im Bau jetzt das Ding starte. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Jetzt kann ich auch bestimmt Flugzeuge bauen, oder? Wenn das fertig ist hier. Produktion abgeschlossen. Dann muss ich die erst entwerfen. Ach, das ist doch doof. Entwurf. Wir probieren das einfach mal. Wie kann ich hier die Panzerung nehmen? Wenn, dann soll das auch schon maximal gepanzert sein. Dann nehmen wir einfach mal Streubombenabwurfschacht. So, jetzt habe ich den und kann ich den jetzt auch bauen hier? Ja, das geht. Bauen wir mal einen, gucken uns das mal an. Und in der Zeit, würde ich sagen, fliegen wir mal weg hier mit unserem Flugzeug. Ich hätte jetzt vielleicht nochmal gucken sollen, was ich hier machen muss, aber ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Ich denke mal, wir werden bestimmt wieder von irgendwelchen weitschießenden Waffen attackiert. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Einmal entladen, bitte. So sieht das aus. Verstärkungen sind verfügbar. Forschung abgeschlossen. Oh, bloß 3 Minuten dauert das, bis wir hier Verstärkung haben. Na dann schicken wir doch gleich nochmal eine Ladung los hier.
Während die hier erstmal fix eine Reparatureinrichtung bauen. Ich würde es gerne mal so machen wie vorherigen Missionen, wo wir so hier gespielt haben. So, die gingen auf Rückkehrzwecks Reparatur. Es ist noch nie fertig, ihr braucht das noch nicht hinfahren. Konstruktion abgeschlossen. Da ich nicht weiß, ob es hier Flugzeuge gibt. Die mich unten attackieren, kommt hier die ein oder andere Luftabwehr hin. Konstruktion abgeschlossen. Landezone nicht sicher. Oh, da kommen die ersten schon an. Grundlagenforschung abgeschlossen. Dann bauen wir doch mal einen Abwehrturm. Jetzt zum Beispiel die Haubitzenstellung, die war doch ziemlich effektiv. Ah gut, wir werden schon mal freundlich begrüßt. Die aber hier ordentlich platt gemacht werden. Und die Haubitze, die schießt auch mal ordentlich drauf. Dann hatten wir hier noch diese Batteriestation, die können wir auch nochmal hier hinstellen. Schieß doch mal dorthin. Achso, die müssen erst nachladen. Alles klar. Konstruktion abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Landezone nicht sicher. Oh, es kommen die mit Panzern, aber na doch, das klappt doch ganz gut hier, die Idee. Abgeschlossen. Aus der Ferne so ein bisschen, dass die hier schießen können. Landezone nicht sicher. Gebäude wird angegriffen. Und jetzt kommen sie hier mit. Fahren wir lieber dorthin und reparieren das. Einheit wird angegriffen. Landezone nicht sicher. Einheit wird angegriffen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir eigentlich gar kein Geld hier haben. Und unsere Landezone auch unsicher ist. Das heißt, wir müssen jetzt echt hier einen Panzer nach dem anderen erstmal platt machen. Du fährst mal zurück. Ach, diese Nachladezeiten, die sind so ätzend. Oh, dass das nicht schneller geht einfach. Drücken die ja mit X Panzern nach. Konstruktion abgeschlossen. Landezone nicht sicher. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, fahrt mal bitte zurück. Wir haben jetzt auch mal. Achso, hier sind seine Hitpunkte. Oh, was sieht er? Ah, der ist gleich platt. Ja genau, du lässt dich erstmal reparieren. Das funktioniert gut, dieser automatische Reparaturbefehl. So, der wäre Platz. Die Nachladedauer von denen ist so lahm. Oh. Jetzt so, bumm.
Kann ich auch so einen Turm bauen? Ja, sowas hier. Aufhängung mit schwerem Geschütz. Jetzt fahren die auch noch das hoch. Alles dort drauf. Und wenn der weg ist, dann müsste das eigentlich wieder möglich sein, dass unsere unser Schiff dort landet. Landezone sicher. So, da kommt es auch schon. Wir können derweil erstmal. Nee, warte mal, du bleibst hier. So, Verstärkung eingetroffen. Da legen wir gleich nochmal neu nach. Muss ich erst warten, bis das weg ist. Die brauchen aber jetzt irgendwie alle den Befehl bei Schaden. Zurückfahren? Nee, ihr sollt jetzt nicht zurückfahren! Was ist denn hier rechts eigentlich? Wir erkunden erstmal hier rechts. Hier könnte eine feindliche Basis vielleicht sein, in diesem Tal. Oh ja. Oh, das war was Neutrales gewesen, glaube ich. Oder auch nicht. Warum greifen nicht neutrale Einheiten an? Ne? Die sind weiß und damit eigentlich neutral. Ich verstehe es nicht. Na gut, irgendeinen Sinn wird das schon gehabt haben. Was kommt hier drüben? Oder waren das vielleicht keine neutralen Einheiten? Also scheinbar kommen die immer alle von dort oben, die Leute. Ui, was war denn das?